erkläre ich jetzt hier direkt in dem Team und dann nachher in OneDrive. Also jetzt gehe ich hier mal in das Team, dann möchte ich so ein paar Dateien sichern. Und dann klicke ich hier auf Dateien, bin drin im Teams und dann habe ich Dateien. Jetzt, wenn ich Kursmaterialien, da erscheint nichts, klappt nichts, aber wenn ich hier bei Referate antippe, dann kann ich also antippen und dann hier auf die drei Punkte gibt es den Knopf herunterladen. Und wenn ich das dann herunterlade, dann erscheint das jetzt bei mir ein Download und zwar als ZIP-Datei. ZIP heißt, das ist verschlüsselt, nicht verschlüsselt, sondern komprimiert. Und muss wieder zu Reißverschlussmäßig, ja, muss wieder entpackt werden, das heißt doppelklicken und irgendwie auf entpacken. Das ist zwar hier ein Linux-Rechner, bei Windows läuft das normal eher sogar noch flüssiger. Also Idee immer doppelt draufklicken und irgendeine Software entpackt dann schon. Wenn ich jetzt, ich kann auch mehrere Häkchen setzen und dann öffnet sich meistens hier dieses Herunterladen, genauso runterladen. Hier hat er gerade schon dieses ZIP gemacht, also je nach Browser sehe ich irgendwo, er rödelt, er macht was. Genau, und dann entpacken, passt. Ich kann es jetzt auch anders machen. Moment, da zeige ich, wo es hingeht. Und zwar hier auf diese Punkte drücken und dann habe ich so wie bei Google Drive, dann habe ich dieses OneDrive. Das OneDrive ist die Online-Dateiablage von Teams und da gehe ich jetzt hier auf die Astro-Leute und kann hier klicken und habe hier meinen Download. Das ist auch nicht schlecht. Vielleicht würde ich sogar zuerst mit OneDrive machen.